Es wackelt überall. Wir müssen gegen die Strömung an. Wir treiben immer wieder ab. Hände werden steif. Aber jetzt können wir nicht, oder? Wir sind hier an der Schwarzenbach-Talsperre. Das da ist das Ziel heute, irgendwie ans andere Ufer zu kommen, das Gepäck trocken auf einem Floß. Um ehrlich zu sein, ich finde es schon ganz schön frisch. Es geht ein ganz guter Wind. Was das Floß angeht, habe ich mir Hilfe geholt. Thomas kennt sich aus. Ich habe noch nie ein Floß gebaut. Wie viele Flöße? Flösser? Wie viele Flöße hast du schon gebaut? Also selber tatsächlich auch noch keins. Zwei, die es noch nie gemacht haben. Aber ich war in der Anleitung mit dabei schon. Ich sehe schon, da sind die richtigen zwei zusammen. Wir kriegen das gemeinsam gut hin. Eigentlich ist er nicht der Floßbauer, er ist Motivator in allererster Linie. Wie viel trägt es dann? Gibt es irgendwie da so einen Richtwert? Richtig gute Frage. Also das Holz kann ja nur so viel aufnehmen, wie es an Volumen im Unterschied zum Wasser verdrängt. Ich bin jetzt schon raus. Mathe-Lehrer, Mathe-Abi, ein Punkt. Ausgerechnet auf 2 Meter, 15 cm Durchmesser, haben wir etwa eine Tragkraft von 6 Kilo bei einem Fichtenstab. Was, eine kurze Antwort? Wir werden dein Gepäck rüberbekommen. Danke, okay, ja. Jetzt ist dieses Holz natürlich nicht ganz trocken. Ich würde so mal überschlagen, schätzen, dass wir so im Bereich zwischen 30 und 50 Kilo liegen. Wir können dich ja nochmal draufstellen, wie wär's das? Wie wär das? Wir können mal dich draufstellen. Okay. Was hättest du gerne, Axt oder Beil? Was ist denn was? Ich hab die Axt. Ich hab die Axt, du hast das Beil. Ja. Okay, ich habe Sisal besorgt. Das ist aus so Naturmaterial. Während der Mann redet, kriege ich Gänsehaut vom Wind. Tatsächlich. Ja. Wir sind noch gar nicht drin. Du hast ja schon Gänsehaut. Das ist klasse. Können wir noch mal einen anderen Experten nehmen? Die Idee ist quasi, wir nehmen zwei Querhölzer und die anderen quasi oben drauf. Das muss da so Halt haben, ne? Ich fühle mich so unfassbar männlich dabei. Cool. Das sieht doch gut aus. Gut, dass du zwischendrin lobst. Das habe ich gelernt als Lehrer. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich mir ein Floß bauen will, dann suche ich mir vielleicht Totholz zusammen. Ist es so einfach oder eher nicht? Und wenn du den Naturschützer in mir fragst, dann sage ich natürlich, lass die Finger weg. Insekten, Käfer und so, die Insekten, ertrinken. Insekten, Käfer, alles das, was das Totholz wieder zu Humus entwickelt, herstellt, verändert. Ja. Totholz ist ja nichts anderes wie Lebensraum. Und das würden wir natürlich massiv stören, wenn wir damit ins Wasser gingen. Selbst wenn wir es zurückwerfen würden, wieder danach anschließen. Ja. Ne? Deswegen die Idee, das mit Holz zu machen, was sowieso in der Sägeindustrie verwendet wird. Aha. In dem Fall ist es Holz, das geht in die Papierindustrie. Du hast sogar einen Förster gefragt, ne? Ob genau. Wir dürfen. Korrekt, ich habe einen Förster gefragt, habe mir das ausgeliehen quasi und wir bringen es auch nachher wieder zurück. Von daher machen wir da nichts falsch. Früher hat es hier Flößer gegeben, die in Holland geschippert sind. Das waren 30, 35 Meter lange Holzstämme. Da gab es diesen Stausee noch nicht. Je mehr Geschichten man bei der Arbeit erzählt, desto mehr Luft ist schon raus. Weißt du, was wir noch machen? Wir holen uns noch 2 Steine. Also? Steine sammeln. Die wir jeweils unten drunter heben, damit wir besser binden können. Wichtig ist, oben über Kreuz gehen und versuchen, da ein bisschen Druck reinzubekommen. Wird schon, oder? Wie ist dein Spiel? Sagen wir mal so 2-3 Zentimeter. Und dann? Mir gibt es so gut wie kein Spiel. Jetzt schauen wir uns an, legen wir dich dran und schauen uns an, wo die Kerbe hin muss und dann kerben wir ein. Ja. Du machst es richtig gut. Wart erst mal ab, ob es schwimmt. Kurzer Tausch? Jawohl. Dann ist jedes zweite immer fest, weißt du? Jetzt bist du fester als ich hier, ich sag's dir. Ja, Wahnsinn. Du hast dieses Holz organisiert, wenn ich das jetzt einfach als Wochenendevent mal machen will. Wem gehört das Holz im Wald? Der Wald hat natürlich immer Eigentümer. Und einfach Holz aus dem Wald zu nehmen, ist so, wie wenn du von jemandem das Auto aus der Garage nimmst und losfährst. Das geht erstmal nicht. Diebstahl. Das ist bei einem Wanderstock, wird sicherlich keiner was sagen. Aber wenn du jetzt Holz in größeren Mengen holst, solltest du den Förster oder den Waldbesitzer schon fragen. Für ein Abenteuer brauchst du nicht nach Kanada. Da sind wir hier genau richtig. Das letzte Ding. Der große Zeitpunkt naht. Komm dem Wasser näher. Super. Es wackelt überall. Es wird schwimmen, das bin ich mir todsicher. Er ist sich todsicher, dass es schwimmt. Auf unser erstes Floß. Auf unser erstes Floß. Hast du gut gezeigt. Hat super Spaß gemacht. Ich würde demnächst gern los, sonst mache ich es nicht mehr. Weichei. Komm jetzt haben wir das gebaut, jetzt gehen wir da rein. Ins Wasser damit? Ins Wasser damit. Ah! Oh yes! Es schwimmt! Guck mal! Ja, solange es da noch liegt. Leinen los, Herr Kapitän. Jetzt ist es am Rücken. Wie kalt ist es, glaubst du? Knapp über 10, ne? Ja, das Kälteste sind die Hände eigentlich, ne? Die Ellenbogen. Die Oberschenkel.
Also 3 mm Anzug finde ich ist eigentlich Minimum und kein Shorty. Geb dir recht. Du bist schon eine harte Socke. Ich bin. Habe ich dir verraten, dass ich eigentlich keine Wasserratte bin? Dass ich Wasser nicht mag? Echt? Außer als Tee? Ich liebe Wasser. So richtig vorwärts kommen nicht, oder? Da muss man schon ganz schön ackern, ne, um hier voranzukommen. Wir müssen gegen die Strömung an. Einmal Seiten tauschen. Cool, machen wir. Ey, unser erstes Floß. Das mache ich öfter. Das hat was. Was? Ich würde sagen, wir sind bei der Hälfte. Ja, Hälfte haben wir, ne? Und die Sachen sind trocken, guck. Ja, ich mach mal einen Test. Ich würde mal versuchen dran. Probier's mal. Oh. Jawohl, ja. Ich glaube, das geht nicht. Gepäcklos. Ja. Weißt du, wie tief das ist? Hier. 30 Meter vielleicht? 30. Total spannend. In dem Tal hier standen zwei Häuser, als sie es gebaut haben 1922. Und das Naturfreundehaus stand hier. Da, wo jetzt Wasser ist. Ja. Für die Schwerindustrie in Mannheim brauchte man Strom. Und dafür ist dieses Talsperre gebaut worden. Schwimmen wir über Häuser? Über Fundamente tatsächlich, ja. Wie geil ist denn das? Jetzt haben wir wirklich nochmal Gegenströmung hier. Nochmal ein bisschen weiter in die Richtung. Wir treiben immer wieder ab. Die Hände werden echt langsam. Hände werden steif. Ja, stimmt. Land in Sicht, Thomas. Land in Sicht. Land in Sicht. Ja, wir sind bald da. Da ist unser Ziel. War schon ein Weg. Haben wir gut gemacht. Du, ich stehe schon. Echt? Mhm. Warte. Oh ja. Ah. Ah. Oh. Ah. Guck mal die Finger. Guck mal die Finger. Captain my Captain. Ja. Unser Floß hat gehalten. Die Sachen sind trocken geblieben. Erst rein ins Floß. Dank Thomas. War's geil? Geil. Wow. Habt ihr schon mal ein Floß gebaut? Oder was ist so euer Mikroabenteuer? Gerne in die Kommentare schreiben. Und dann mal abkochen, oder? Oh. Genial. Wahnsinn.